Herr Präsident, sehr freundlich. Herr Präsident, meine Damen und Herren, es ist ja völlig richtig, das diskutieren wir hier auch des Öfteren. Ballungsraum Rhein-Main in Hessens größeren und mittleren Städten brauchen wir schnell mehr bezahlbaren Wohnraum. Wir brauchen aber auch mehr barrierefreien und ökologischen Standards entsprechenden Wohnraum. Es ist ja aktuell auch nicht so, als würde gar nicht gebaut werden. Privatinvestoren auf der Suche nach Rendite, die investieren gerne in sogenanntes Betongold. Hochpreisige Eigentums- und Luxuswohnungen werden noch und nöcher errichtet, während bezahlbare Wohnungen häufig vernachlässigt werden, weil man mit ihnen eben nicht so gut Kasse machen kann. Jetzt wollen Sie, also CDU und Grüne, den Mangel an bezahlbarem Wohnraum nun mit Hilfe von seriellen und modularen Bauen Abhilfe schaffen und haben einen entsprechenden Gesetzentwurf zur Änderung der Hessischen Bauordnung hier eingebracht. Und zu diesem Aspekt Ihres Gesetzentwurfs, er enthält ja zwei, möchte ich heute sprechen. Im Zentrum steht, darauf haben die Vorredner schon hingewiesen, die Einführung einer Typengenehmigung, um einmalige Genehmigungen für Gebäude, Gebäudesysteme, Bauteile, die dann in gleicher oder ähnlicher Ausführung mehrfach errichtet werden oder verbaut werden können, zu ermöglichen. Und das Interessante ist, CDU und Grüne liegen damit auf einer Linie mit der FDP, im Unterschied zur vergangenen Legislatur, das haben Sie ja schon angesprochen, da hat man das zum Teil noch anders gesehen, auf einer Linie mit der FDP, die dieses Thema ja bereits im Sommer hier auf die Tagesordnung in dieser Legislatur im Landtag gesetzt hatte. Ich hatte schon damals, ich gebe zu, etwas ketzerisch die FDP gefragt, ob das Ansinnen nach mehr modularem und seriellem Bauen für liberale Freigeister nicht ein bisschen zu viel Planungssozialismus und Gleichmacherei sei. Ich gebe zu, es ist ein bisschen ketzerisch. Aus der gleichen Perspektive könnte ich jetzt aber auch CDU und GRÜNE fragen, warum sie sich mit dem seriellen und modularen Bauen ein Bau- und Architekturkonzept zu eigen machen, was bisher gedanklich eher im Westen mit dem sozialdemokratischen und im Osten mit dem realsozialistischen Wohnungsbau der 1970er Jahre verbunden war. Das heißt also, auf die Bauten des neuen Frankfurts, der im 20. Jahrhundert, der in den 20er Jahren, hatte ich ja schon hingewiesen. Also man könnte ein bisschen zugespitzt formulieren, CDU und GRÜNE entdecken ihre späte Liebe zur Platte, eine überraschende, aber durchaus interessante Erkenntnis dieser Debatte, auch mit Blick, wie wir hier sonst so diskutieren. Aber jetzt zurück zu dem Gesetzentwurf. Wir werden das serielle und das modulare Bauen, Chancen und Schwierigkeiten ja auch mit Hilfe einer Anhörung von vielen Seiten beleuchten. Für uns ist aber eines von vornherein sehr wichtig. Es darf keine Kompromisse geben bei Sicherheit, Brandschutz, bei sozialökologischer Erneuerung, also Ökologie und Energie. Und es darf vor allem keine Kompromisse in Sachen Barrierefreiheit geben. Es ist auf die Petition der VdK ja hingewiesen worden. Es ist darauf hingewiesen worden, dass ein Abbau von Barrieren allen Menschen nutzen darf. Also die Ermöglichung von seriellem Bauen, die darf diese Punkte nicht behindern. Im Gegenteil, sie müsste sie eigentlich befördern. Modulares, serielles Bauen. Darüber kann man diskutieren, aber eines ist klar, es ist kein Allheilmittel im Kampf für mehr bezahlbaren Wohnraum. Weil das Mantra Bauen, Bauen, Bauen alleine das Problem nicht lösen wird, wir brauchen, um Mieterinnen und Mieter wirksam zu schützen, bezahlbaren Wohnraum für breite Teile der Bevölkerung zu gewährleisten, eben eine breite Palette an wirksamen Maßnahmen. Wir brauchen einen massiven Ausbau des sozialen Wohnungsbaus, insbesondere durch öffentliche Wohnungsbaugesellschaften. Hier müssen wir leider konstatieren, dass trotz aller Lippenbekenntnisse der Landesregierung zur Förderung des sozialen Wohnungsbaus immer noch deutlich mehr Wohnungen aus der Bindung fallen, als neue gebaut werden. Deswegen brauchen wir eine Offensive für den sozialen Wohnungsbau und den Bau von mindestens 10.000 Sozialwohnungen im Jahr. Zweitens. Angesichts der Dramatik von Mietpreissteigerungen und Wohnungsmangel brauchen wir auch Maßnahmen, um bezahlbare Mieten im Bestand zu sichern.
Hier dürfen aber, wie die Debatten hier im Landtag zeigen, Mieterinnen und Mieter eben nicht auf die schwarz-grüne Landesregierung hoffen. CDU und GRÜNE haben ein Gesetz gegen Leerstand und Zweckentfremdung abgelehnt, und auch die Forderung nach einem Mietendeckel stößt bei Ihnen auf taube Ohren. Wenn CDU und GRÜNE einen Beitrag für mehr bezahlbaren Wohnraum leisten wollen, dann ändern Sie doch hier endlich Ihre Haltung. Drittens. Ein Grund, warum die Zahl der Baugenehmigungen bundesweit sinkt, das hängt auch an der Spekulation mit Grund und Boden, mit astronomischen Preisen für Bauland, die niemand bezahlen kann. Wer dafür sorgen will, dass wieder mehr gebaut wird, der muss Spekulationsgewinne vom Bauland kräftig besteuern, der muss den Verkauf von öffentlichem Grund und Boden an Meistbietende unterbinden und Überlegungen anstellen, wie Grund und Boden in öffentlichem Eigentum wieder vermehrt werden kann. Andere Perspektiven hat der Hauptverband der Bauindustrie. Der trommelt für Bauen, Bauen, Bauen. Der fordert auch serielles und modulares Bauen, Neubau mit der Parole Bauen statt Enteignen. Das ist die Antwort der Bauindustrie auf eine stärker werdende Mieterinnenbewegung, die nicht länger durch steigende Mieten zugunsten von Kapitaleinkommen enteignet werden wollen. Ich finde, nicht Bauen statt Enteignen ist die Losung unserer Zeit, sondern die Losung ist sozial bauen, sozial deckeln und wo nötig auch vergesellschaften. Das sind kluge Konzepte für die Zukunft, um soziales Wohnen zu gewährleisten. Das Interessante dabei, das sehen die GRÜNEN in Hessen zwar anders, weil sie wollen sich ja mit den Playern nicht verderben, in Berlin und im Bund, da sind die GRÜNEN aber schon weiter. Und wie heißt es dann in einem Beschluss zum Bundesparteitag? Ich zitiere abschließend, wenn Eigentümer von Bauland keine Wohnungen errichten, kann in letzter Konsequenz eine Enteignung gegen Entschädigung stehen. Ich denke, dem ist nichts hinzuzufügen.